Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Punktspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Magdeburg. Die Partie endete vor 9.314 Zuschauern, 2:1 Holstein Kiel. Ich begrüße die beiden Trainer, Jens Hertel vom 1. FC Magdeburg und Tim Walter von Holstein Kiel. Herr Hertel, Ihr Statement bitte. Ja, Glückwunsch. Fällt mir heute ein bisschen schwer. Trotzdem, am Ende hat Holstein 2 Tore gemacht. Mir leider nur eins. Ich denke, dass wir über 70 Minuten ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben, wo unser Matchplan sehr, sehr gut aufgegangen ist, wo wir Holstein immer wieder gestört haben, viele Ballgewinne hatten, auch in der ersten Halbzeit, wo schon die eine oder andere Situation nach vorne hatten, nicht ganz klar ausgespielt. Zweite Halbzeit ähnlich, bis zur 70. Minute habe ich uns da richtig gut gesehen. Mit dem Tor, so unglücklich, dann hat man gemerkt, dass das für die Mannschaft schon nicht ganz so einfach zu verdauen war. Und Holstein wollte dann natürlich mehr, hat dann viel Druck gemacht. Die eine oder andere Situation haben wir noch gut überstanden und dann hat es dann doch am Ende nicht gereicht. Ein Fehler auf der Außenbahn reicht dann, dass der Schindler dann halt die Flanke bringt und der Seidel macht ihn rein. Ärgerlich für uns, trotzdem können wir ein paar positiven Sachen mitnehmen, aber am Ende im Fußball zählen Ergebnisse und das hat heute leider nicht gestimmt. Ich denke, wenn wir hier mit einem Punkt nach Hause fahren, kann sich, glaube ich, niemand beschweren. Danke. Vielen Dank, Herr Hertel. Tim, wie hast du das Spiel gesehen? Ist das an? Ja. Ja. Danke, Jens, für deine Ausführungen. Ich glaube, dass Magdeburg uns das Leben schwer gemacht hat. Wir haben damit gerechnet, natürlich, dass sie viel mit langen Bällen agieren. Uns kommt eher entgegen, wenn sie uns dann auch ein Stück weit anlaufen. Leider haben wir in der ersten Halbzeit ein bisschen versäumt, die Bälle in die Bewegung mitzunehmen, mehr in die Offensive zu denken, mutiger zu sein. Da haben wir oftmals, auch wenn wir in guten Situationen drin waren, wieder Tempo rausgenommen. Das hat uns in der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt. Trotzdem hatten wir 2 herausragende Torchancen. Wenn der Honzi den Kopfball gut verlängert oder wenn Kingsley den Ball besser annimmt, glaube ich, dass wir in der ersten Halbzeit trotzdem schon führen können. Dann war es natürlich in der zweiten Halbzeit trotzdem auch ein Geduldsspiel, ähnlich wie im DFB-Pokal. Wir haben versucht, ruhig zu bleiben. Magdeburg hat versucht zu unterbinden, immer wieder mit langen Bällen Nadelstiche gesetzt. Trotzdem war dann für mich auch das Gegentor ein bisschen eine Initialzündung, dass wir mehr machen. Und das haben die Jungs dann auch überragend gemacht. Die haben mehr Tempo ins Spiel gebracht, sind aber trotzdem immer geduldig geblieben, haben es sehr gut ausgespielt. Und ich glaube, das zweite Tor war schon überragend rausgespielt. Aber auch die Chance von Alex Mühling war super über den Flügel rausgespielt. Von daher bin ich am Ende sehr zufrieden. Wir wissen aber, dass wir auch noch weiter trainieren müssen und weiter vorankommen müssen. Danke. Vielen Dank, Tim. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Keine. Dann bleiben mir noch 2 Hinweise. Die Liga spielt am Freitag in Ahlerstedt um 12.30 Uhr gegen den VfL Osnabrück. Und am Sonntag spielt unsere U23 in Prohlensdorf um 15 Uhr gegen Weiche. Dann wünsche ich dem 1. FC Magdeburg eine gute Heimreise und euch allen einen schönen Feierabend.